Ja, Gronkh, der alte Stinker. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Du siehst hungrig aus. Ah, bin ich auch. Ich ernähre mich seit Monaten von Algen, die an der Kaimauer wachsen. Davon blutet zwar mein Zahnfleisch, aber was soll ich denn machen? Ja. Das YouTube-Geld reicht wohl nicht mehr, ne? Aber nur weil es erbärmlich ist, ist es nicht gleich Penner-Style. Also, was essen Penner? Was auch immer sie finden, wie ich fürchte. Falsch. Ich habe letzte Woche sogar den Wundschor von einem weggeworfenen Pflaster abgeknabbert. Ich sagte falsch. Penner essen Schuhe. Was? Na, Schuhe, das weiß doch jeder. Anfänger. Ja, ne? Ja, der gute alte Gronkh, ja, mit seinem hässlichen Anwesen kann sich leider nichts mehr zu essen leisten, ne? Muss jetzt Schuhe essen. Was stinkt denn hier so? Wie unsensibel von mir. Das bist ja du. Findest du nicht, dass du ein wenig übertreibst? Sehr witzig. Du durftest auch nicht gerade nach Orchideen. Hey, schön in der Rolle bleiben, ja? Ein Penner wie du weiß doch gar nicht, was Orchidaleen sind. Also, halt den Ball flach, okay? Ist das da dein Schirm? Oh, ein Schirm. Hey, Finger weg. Er ist das Einzige, was ich noch habe. Das Wetter hier am Kai kann manchmal ganz schön unbarmherzig sein. Keine Bange, ich nehme ihn dir schon nicht weg. Ich nehme nur ein paar Modifikationen vor. Er sieht einfach noch zu neu aus. Findest du? Dabei ist bei dem Gewitter neulich der Blitz eingeschlagen. So, das sollte reichen. Aber so schützt er mich doch gar nicht mehr vor dem Regen. Jetzt sei mal nicht so undankbar. Ich helfe dir nur, in deiner Rolle zu bleiben. hat den Schirm kaputt gemacht. Wir könnten ein bisschen Freestylen üben. Wir könnten ein bisschen Freestylen üben. Als Bewohner des Ghettos musst du nur ein Instrument beherrschen. Die Beatbox. Oh yeah. Beatbox. Es ist ganz einfach. So. Und jetzt du. Rufus hat den Groove. Rufus hat den Groove, yeah. Er ist cool, beliebt und lässig, wirklich krass erfahrungsmäßig. Seine Pläne immer episch, nicht kopierbar, weil genetisch. Er ist Rufus. Yeah, yeah, Rufus. Wer ist geiler, weil er steiler geht und Salz bringt wie ein Alpaket? Wer kommt krass und ganz weit rum? Wer ist bald auf Elysium? Rufus. Yeah, yeah, Rufus. Hey, hey, hey! Was, wie? Was soll das denn werden? Ja, ich dachte, ich baue mal einen Break ein. Das ist nicht denken, das ist sich in den Vordergrund spielen. Ach, scheinbar hat es überhaupt keinen Sinn, dir Freestylen beibringen zu wollen. Dabei war der Song so gut. Penner. Gronkh, du alter Penner, du. Hast du zufällig ein Tauchboot hier vorbeikommen sehen? Nein, tut mir leid. Ich habe die Schnorchelausrüstung wohl in meiner Winterresidenz gelassen. Zu schade. Ah, das hätte ich ja anwählen. Du hast gar keine Winterresidenz. Das war Sarkasmus. Du bist wohl ein Blitzmerker. Okay, nie wieder Sarkasmus. Penner benutzen nämlich keinen Sarkasmus. Kannst du mir etwas über Porter Fisco erzählen? Klar, was möchtest du wissen? Oh. Wer wohnt in dem Zelt? Oh, das ist das Zelt des Seers. Ein erstaunlicher Kerl. Man sagt, er kann die Zukunft voraussagen. Die Kurse von Grundstückswerten am Immobilienmarkt kennt er schon mal nicht. Früher einmal war er ein reicher Mann. Es hieß, er könne sogar Lottozahlen voraussagen. Aber sein Geschäft läuft wohl nicht mehr so gut. Darum hat er auf Partnerberatung umgesattelt. Er gibt Beziehungstipps? Ja, warum nicht? Er hat die idealen Voraussetzungen dafür. Ein abgeschlossenes Psychologiestudium. Eine Glaskugel. Ja. Wie komme ich zur oberen Aufstiegsstation? Gar nicht. Der Organon hat alle Wege zum Aufstiegszoll abgeriegelt. Weißt du, wo ich den geheimen Unterschlupf der Rebellen finde? Na klar, der Eingang ist direkt hier in der Kanalisation. Ach so? Ich meinte den geheimen Unterschlupf. Ich kenne nur den hier. Okay.
Ist Porta Fisco nicht auch eine Niederlassung des Organon? Es ist sogar die zentrale Hauptverwaltung. Ulysses hat sein Büro direkt am Aufstiegszoll der oberen Aufstiegsstation. Seit jeher gehört es zu den Aufgaben des Organon, Deponianern von den Hochbooten fernzuhalten. Nun ist nur noch eines übrig. Und man munkelt, es würde den Planeten schon sehr bald verlassen. Wer weiß. Vielleicht verschwindet dann auch endlich der Organon aus Porta Fisco. Dann würde ganz Porta Fisco einen Luftsprung machen. Ja. Mehr als du denkst. Bitte was? Beim Gähnen verrenkt. So langweilig fand ich die Geschichte jetzt gar nicht. Ja, nee, ich fand es auch nicht unbedingt langweilig. Sehr interessant, also der Unterschlupf ist hier. Lass uns das Thema wechseln. Dieser Ort deprimiert mich irgendwie. Ja, das kann ich gut verstehen. Mich deprimiert Porta Fisco schon mein ganzes Leben lang. Ja, aber du bist nicht so wichtig. Warum ist es bei dir weniger schlimm? Du bist halt nur ein Side-Charakter, ne? Bist du sicher, dass du keinen Stiefel willst? Könnte ich mir den Schirm mal ausleihen? Spinnst du? Also erst machst du ihn kaputt? Und jetzt willst du mir ganz wegnehmen. Wenn er kaputt ist, wozu brauchst du ihn dann noch? Als Requisit für meine Rolle. Okay. Wie wäre es mit einem Deal? Ich besorge dir etwas zu essen und du gibst mir den Schirm. Einverstanden? Das würdest du wirklich ein tun? Ein Stiefel. Na klar. Ich hab dir doch gesagt, dass ich ein Menschenfreund bin. Aber doch kein Stiefel, oder? Bist du immer noch hungrig? Oh, und wie? Hast du was zu essen für mich dabei? So gefällst du mir. Immer schön betteln. Ach, aber ich habe wirklich, wirklich Hunger. Übertreib's nicht. Verinnerliche erst einmal diese Lektion. Wie man einen Schuh isst, erkläre ich dir später. Ich muss jetzt wirklich einen Stiefel für den finden. Denk dran, was ich dir beigebracht habe. Logen, Digga. Okay, noch ein Tipp. Niemand mag Klugscheißer. Woher kriege ich einen Schuh? Klappe. Klappe zu, Klappe auf. Was ist da drin? Das ist einer dieser praktischen Steckplätze, in die man Stromumkehrer einbauen kann. Ah. Stromumkehrer. Passt. Was für eine Verschwendung. Daraus hätte man einen grandiosen Fluchtapparat bauen können. Oder eine Hochgeschwindigkeitskäsereibe. Eine Hochgeschwindigkeitskäsereibe. Genau das brauchen wir. Da haben wir ja den Salat. Der Tank ist leer. Was braucht man dafür? Öl wahrscheinlich, ne? Öl von der anderen Insel? Das könnte hinhauen. Ja? Ich bin's, Rufus. Bist du nicht. Wenn du Rufus wärst, wüsstest du das geheime Klopfzeichen. Weiß ich ja auch. Und es beginnt mit einem D, richtig? Ha, viel Glück. Plus, minus, plus war das Klopfzeichen. Was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Was? Nee. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Ich kann das Item hier auch nicht benutzen, ne? Oder? Wie mache ich hier? Wahrscheinlich mit dem Ding, oder? Wahrscheinlich muss ich das Ding hier dazu verwenden. Aber dafür brauche ich erstmal Sprit. Das könnte Sinn machen, ja. Okay. Der arme Gronkh, ey.
Der arme kleine Gronkh. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Und wie? Ist es nicht wunderschön hier? Oh, na ja. Wenn man Elend mag. Ich find's toll, sagte die Frau mit dem Gehirnschaden. Was stinkt hier eigentlich so? Ich hoffe, das bin nicht ich. Nein, ich glaube, es kommt von dem Typ da drüben. Lieb von dir. Aber ich muss furchtbar riechen. Ich habe mir heute noch nicht mal die Zähne geputzt. Wenn man das nicht dreimal täglich macht, bilden sich Bakterien im Mund. Habt ihr gehört, Kinder? Genau. Und am Wochenende treffen sie sich mit dem Yeti und füllen süchtig machende Substanzen in Klebstoff. Aber es sind süchtig machende Substanzen im Klebstoff. Arme Goal. Arme naive Goal. Selbst die naive Goal, selbst Baby Goal weiß mehr über die Welt als Rufus. Wer wohl in diesem Zelt da oben wohnt? Bestimmt ein großer Magier. Große Magier wohnen nicht in Zelten, sondern auf dem Kutter von Schrottskippern. Krass. Woher weißt du nur immer all diese Sachen? Magie. Keine Spur von Donnergoal. Wir schaffen das schon. Habe ich jemals etwas anderes behauptet? Du nicht. Aber Doc murmelte vorhin, dass es keinen Sinn ergibt, Tauchboote an Land zu suchen. Doc hat ja auch keine Ahnung. Es klang zumindest logisch. Logik ist was für Leute, die zu faul sind, ziellos herumzuprobieren. Hahaha. Weiter geht's. Ich folge dir überall genau. hin. Genau. Wir probieren einfach alles durch. Das geht schon. Komm rein, Rufus. Ich habe dich erwartet. Sehr gut. Mein Ruf eilt mir voraus. Aber nicht doch. Deshalb heißt er auch die Rufus. Die Kristallkugel hat mir deine Ankunft verraten. Oh. Und sie weiß sogar, wie ich heiße. Tatsächlich hast du im Vorzelt deinen Namen gesummt. Aber egal. Du bist spät dran, Rufus. Rufus. Das habe ich ebenfalls vorhergesehen. Was genau genommen keinen Sinn ergibt. Und noch was. Dass du mir die Bananen klauen wirst, werde ich dir sehr übel nehmen. Bananen? Sind das Bananen an den Ohren? Könnten wir die auf dem Schwarzmarkt gerade biegen? Bist du so eine Art Hellseher? Ich verfüge über das dritte Auge. Ja, aber ich praktiziere nicht mehr. Dann habe ich den Kaffeesatz im Vorraum vollkommen umsonst auf den Teppich geschüttet. Tja, die Zeiten haben sich geändert. Wenn man heutzutage nicht auf einem Scheiterhaufen enden will, tut man gut daran, düstere Vorahnung für sich zu behalten. Darum habe ich auf Partnerberatung umgesattelt. Bitte was? Du hast vorhergesehen, dass du schlechte Zeiten vorhersehen wirst? Und hast deshalb die Wahrsagerei aufgegeben? Aber nicht doch. Ich habe meinen Job rechtzeitig an den Nagel gehängt. Entsprechend werde ich auch niemals schlechte Zeit vorhersehen. Und was nicht passieren wird, kann man nicht vorhersehen. Ich habe allerdings vorhergesehen, dass ich aus diesem Grunde meinen Job an den Nagel hängen werde. Irgendwie wünsche ich mich gerade zu Docs Zeitanomalien zurück. Echt, ey, das war noch simpler. Lottozahlen, bitte. Muss ich ihm aufschreiben? Kannst du die Lottozahlen vorhersagen? Ich könnte. Wie du könntest. Ach komm schon, verrat mir die Lottozahlen. Nein. Wird es mir gelingen, die Welt zu retten? Die Zukunft ist noch nicht geschrieben, Rufus. Außer in meinem Tagebuch natürlich. Ich habe nächsten Monat viel zu tun, da habe ich schon mal etwas vorgearbeitet. Du machst jetzt Partnerberatungen? Ja, aus irgendeinem Grund sind die Leute empfänglicher für schlechte Neuigkeiten, wenn es um ihre Beziehung geht. Warum wohnst du in einem Zelt? Meine Kunden erwarten ein mystisches Ambiente. Außerdem ist es praktisch. Im Falle einer Katastrophe kann ich all mein Hab und Gut innerhalb von Minuten zusammenpacken. Was für eine Katastrophe. Ups. Müßiges Ambiente. Das Gewirk der Zeit ist in ständiger Bewegung. Ein Schleier liegt über der Zukunft. Ungewissheit spielt nackt auf seinen Bongos. Es gibt kein Benzin für Satinas Kettensäge. Satinas? Hey, nun lenk mal nicht ab. Was für eine Katastrophe. Ach, verdammt. Das schwarze Auge Satinas Kette. Oder so, ist doch auch ein Spiel. Von Dedelic? Oder ich weiß gar nicht mehr. Aber das schwarze Auge? Satinas irgendwas? Kette oder sowas? Ja. Habe ich sogar in meiner Steam-Bibliothek.
nicht das schwarze Auge Draken sagen, das ist wieder was anderes. Ich glaube, das schwarze Auge Satinas Ketten heißt das. Ich will deine Bananen. Doch, ich will deine Bananen. Ich will deine Bananen nicht. Doch. Du wirst sie mir trotzdem stehlen. Genau. Glaub mir. Denn ich bin Rufus. Ich will dich nicht länger stören. Ich habe es anders gesehen. Ah, es ist soweit. Der Zeitpunkt des großen Bananendiebstahls ist gekommen. Genau. Wie vorhergesehen. Du unterschätzt mich. Ich kann dagegen ankämpfen. Na los, füge dich deinem Schicksal. Nein, niemals. Na los, nimm sie. Greif zu. Nein. Gut so. Ergib dich deinem Schicksal. Das ist so dämlich. Das ist so dämlich. Ich sehe, du hast noch weitere Fragen. Ha, voll daneben. Aber wo ich schon mal hier bin. Ich will dich nicht länger stören. Ich habe es anders gesehen. Hauptsache Bananen geklaut. So. Die müssen wir dann bestimmt auf dem Schwarzmarkt gerade biegen. Warum auch immer. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Und wie? Ist es nicht wunderschön hier? Auf jeden. Kommst du mit zum Wahrsager? Er wohnt in dem Zelt da oben. Ein Wahrsager? Boah! Worauf warten wir noch? Wer als erstes da ist? Was bringt das jetzt? Mal schauen. Oh. Nächstes Jahr schon? So ist es. Paarberatung, Beziehungsberatung. Es kommt von der Mütze. Auch Haarwurzeln müssen atmen, weißt du? Ah, er kriegt eine Glatze. Da kommt er. Er kriegt eine Glatze. Worüber habt ihr gesprochen? Nichts. Fangen wir doch am besten gleich an. Also, was wollt ihr wissen? Rufus kriegt eine Glatze. Werde ich verhindern, dass Goal Cletus heiratet? Was denn? Ihr seid gar kein Paar? Das hier ist eine Partnerberatung. Ich beantworte nur Fragen, die sich auf eure Partnerschaft beziehen. Ach ja, lass mich das umformulieren. Wie sieht unsere gemeinsame Zukunft aus? Knifflig. Ich werde am besten die Kugel befragen. Ich sehe, dass noch ein langer, beschwerlicher Weg vor euch liegt. Vor uns? Meinst du nicht vielleicht hinter uns? Hältst du die Kugel überhaupt richtig rum? Ich glaube schon. Immerhin ist hier so ein Pfeil auf der Unterseite. This side up. Hier steht's. Ach, komm schon, Rufus. Dann liegt halt noch ein langer Weg vor uns. Ist doch toll, solange wir beieinander sind. Da ist aber nicht happy. Werden wir Donna Goal rechtzeitig finden? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Naja, lass mich das umformulieren. Goal ist Teil von Goal. Kommen Goal und ich irgendwann so richtig zusammen? Eine gute Frage. Ich sehe große Zerrissenheit in euch. Bevor ihr zusammenfindet, muss jeder von euch beiden erst einmal mit sich selbst ins Reine kommen. Wow! Hast du mal darüber nachgedacht, bestickte Kissen zu verkaufen? Die wären bestimmt der Renner. Also Rufus gefallen die Antworten nicht so. Werden wir all das hier überleben? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Lass mich das umformulieren. Wie sieht es in Zukunft mit unserer Gesundheit aus? Ich sehe... Oh je, Mene.
Das ist ja furchtbar. Kann man sowas überhaupt überleben? Nein. Was? Was siehst du denn da? Oh, das willst du gar nicht wissen. Glaubt mir, ich muss euch dringend raten, euch so weit wie möglich voneinander fernzuhalten. Niemals! Wir werden immer füreinander da sein. Nicht wahr, Rufus? Ja. Keine Antwort? Boah, also, Rufus ist hier gerade ein bisschen arschig, oder? Was wird aus Deponia? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Lass mich das umformulieren. Momentchen mal, ich muss ganz kurz was im Discord schreiben. So. Wo werden wir zusammen alt werden? Auf Elysium? Nun, das sollte einfach zu beantworten sein. Ich sehe... Nanu, was ist denn jetzt los? Die Kugel ist auf einmal ganz dunkel geworden. Das ist kein gutes Zeichen, oder? Das liegt bestimmt daran, dass die Kugel nicht jugendfrei ist. Sie ist zensiert. Oder wir machen gerade einen Nachtspaziergang. Auf jeden Fall ist das ein gutes Zeichen. Da Eko, bin ich mir sicher. Eko. Wie sind die Lottozahlen von dieser Woche? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Lass mich das umformulieren. Werden wir reich sein? So lottogewinnreich? Das ist doch ein Trick, oder? Nein. Aber na gut, ich guck mal, ob ich etwas in der Kugel erkennen kann. Ja, bitte. Gib her. Ich sehe, dass ihr reich werdet. Ja, ich wusste es. Reich an Erfahrung. Vorausgesetzt, ihr überlebt das alles hier. Was kann man sich mehr wünschen? Ein Hinweis auf die Lottozahlen vielleicht. Mehr verrät die Kugel aber nicht. Das ist doch alles Reibach. Du hältst die Kugel falsch rum. Ich fürchte nicht. Hier, du kannst dich gerne noch einmal davon überzeugen. Eine Sache hat er nicht vorhergesehen, nämlich welche Folgen es haben würde, Hüte zu tragen. Was kann ich denn jetzt damit machen? Ich sehe, du planst, um dein Schicksal zu feilschen. Aber so honorig der Versuch auch sein mag, den dir vorbestimmten Weg zu ändern, das Schicksal lässt sich nicht bestechen, mein Freund. Irgendwas muss ich jetzt hier machen. Aber wahrscheinlich fehlt mir dafür noch ein Item. Ich glaub's dir ja. Lass uns weitermachen. Gern. Das ist doch alles Reibach. Du hältst die Kugel falsch rum. Ich fürchte nicht hier. Nee, das hatten wir schon. Ich glaub's dir ja. Ja gut. Lass uns weitermachen. Wie machen wir das am besten? Lasst uns die Sitzung beenden. Das führt doch zu nichts. Na, schade. Kommt wieder, wenn ihr es euch anders überlegt habt. Also die Bananen können wir auf dem Schwarzmarkt gerade machen. Ich weiß nicht warum, aber das können wir machen. Denke ich mal. Was noch? Mit der Fackel könnten wir eventuell den zugefrorenen... Wasserhahn auftauen. Wozu auch immer. Ja, wir gehen mal weiter. Oh! Der Organon! Diese Reifen sind kaputt und langweilig. Wenn sie wenigstens brennen würden. Oh. Ein schönes Reifenfeuer. Was ist besser als ein Berg aus Reifen? Richtig, ein Berg aus brennenden Reifen. Ja. Der brennende Reifen ist sowas wie mein Wappentier. Fehlen nur noch die Vampirzähne. Okay, aber weiter komme ich hier gar nicht, ne? Der
Organon hat offenbar die ganze Stadt abgeriegelt. Ich würde das ja als Herausforderung werten. Leider habe ich im Moment andere Sorgen. Glück gehabt, Organon. Irgendwo da hinten liegt das letzte Hochboot nach Elysium vor Anker. Der Organon hat offenbar die ganze Stadt abgeriegelt. Ich würde das ja als Herausforderung werten. Leider habe ich im Moment andere Sorgen. Glück gehabt, Organon. Hm. Was kann ich denn jetzt mit dem brennenden Reifenfeuer oder dem brennenden Reifen allgemein machen? Ich bräuchte noch einen Eimer oder eine Schale oder irgend sowas, ne? Ich würde jetzt erstmal zu der Bananenmaschine fahren, wenn das geht. Ja, das geht. Oh! Das ist heute nicht Ihr Glückstag, Seagull. Meine Leute haben jeden einzelnen Müllhaufen durchwühlt. Aber von dem Mädchen fehlt jede Spur. Sie war hier. Warum sollte ich sie anlügen? Das weiß ich nicht. Vielleicht leiden Sie unter derselben Selbstüberschätzung wie Ihr Sohn. Rufus ist nicht mein Sohn. Von mir aus machen Sie mit ihm, was Sie wollen. Aber wir hatten einen Deal. Sie wollten einen Hinweis und den habe ich Ihnen gegeben. Was kann ich dafür, wenn Ihre Leute unfähig sind? Sie verschwenden meine Zeit. Nein. Und ich kann es nicht ausstehen, wenn jemand meine Zeit verschwendet. Hey du, geht das auch ein bisschen leiser? Du verscheuchst die Fische. Entschuldigung, wird nicht wieder vorkommen. Ich will jeden Winkel dieses Schrotthaufens noch einmal durchsucht haben und verriegelt alle Zugänge zum Hafen. Wenn auch nur eine Ratte hier raus will, will ich das wissen. Er hat Seagull abgeknallt. Da hinten schießen auch Leute, seht ihr das? Da im Hintergrund haben Leute geschossen. Das waren Argus und seine Spürhunde. Alter. Organon ist uns also bereits auf den Fersen. Psst. Er hat recht, wir müssen vorsichtig sein. Der Angler. Lasst mich in Ruhe angeln! Na du? Psst, mach nicht so einen Lärm. Lass das mal meine Sorge sein. Ich habe keine Angst vor dem Organon. Schön für dich, aber freu dich bitte woanders. Mit deinem Lärm verscheust du die Fische. Tu mal nicht so. Du hast auch Angst vor dem Organon. Verschwinde endlich. Ich dachte, du hättest keine Angst. Hab ich ja auch nicht. Kann ich mir vielleicht diesen Eimer hier mitnehmen? Willst du mir immer noch erzählen, dass du keine Angst vor dem Organon hast? Nein, ich will dir nämlich gar nichts erzählen. Ich will nur meine Ruhe. Also zieh Leine. Und dass der schwimmende Schwarzmarkt angegriffen wird, stört dich also gar nicht? Nicht die Bohne. Der Einzige, der mich hier stört, bist du. Wenn du keine Angst hast, warum angelst du da nicht weiter? Warum wohl? Du zitterst am ganzen Körper. Deine Hände sind schwitzig. Wie das halt so ist, wenn man Angst hat. Falsch. Du bist das Problem. Immer wenn du in der Nähe bist, fange ich nur Stiefel. Also zieh Leine. Ah, der leckere Stiefel für den Herrn Gronkh. Könntest du einen Stiefel für mich fangen? Willst du mich beleidigen? Wenn sich das herumspricht, könnte ich aus dem Anglerverband fliegen. Ist das gerade deine einzige Sorge? Der Anglerverband? Ja. Nein, du bist ja auch noch da. Du kannst das gar nicht, oder? Nicht, solange du hier stehst. Muss mal ein bisschen Cola machen. Werd langsam müde. Ah. Du verschwendest deine Zeit. Ein Angler lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Das ist ein freies Land. Ich kann stehen, wo ich will. Nicht auf meinem Kai. Ich sehe kein Schild. Wenn du noch eine Pupille brauchst, sag Bescheid. Du kannst jederzeit einen Angelhaken ins Auge bekommen. Komm schon. Ich bin auch ganz ruhig. Selbst wenn ich dir das glauben würde, obwohl du ständig das Gegenteil beweist, du bringst immer noch Pech. Solange du hier stehst, fange ich nur Stiefel.
Ich verschwinde erst, wenn du mir einen Stiefel fängst. Spekulierst du etwa darauf, dass ich die Geduld verliere? Bring mich nicht zum Lachen, du Zappel, Philipp. Ich bin Angler. Ich habe mal einen Zauberwürfel gelöst, indem ich gewartet habe, bis alle Farben verblichen sind. War das eine Herausforderung? Nein, das war eine Aufforderung zur bedingungslosen Kapitulation. Haha! Da bist du an den Falschen geraten. Ich habe noch niemals aufgegeben. Das werden wir ja sehen. Bevor ich die Geduld verliere, sind deine Füße abgefault. So, jetzt habe ich mir eine schöne Cola gemacht. Jetzt schlafe ich nicht mehr ein. Es ist immer so am Nachmittag, ja, wenn der Körper am Verdauen ist und der alte Mann immer älter wird, wird er müde. Das ist wichtig. Oh Himmel. Spielen wir jetzt ein Wartespiel mit dem Angler? Wer am längsten warten kann? Ich kann warten. Ich sag doch, niemand kann es mit der Geduld eines Anglers aufnehmen. Außer ein anderer Angler. Ich bin auch Angler. Ich hab einen Angelschein, Digga. Ich weiß, wie das geht. Ich dachte, irgendwas würde jetzt passieren. Er gibt sein Bestes, um entspannt zu wirken. Aber mein geübtes Auge durchschaut diese Scharade. Was könnten wir denn machen? Ich schlage dir ein Tauschgeschäft vor. Nein, danke. Ich habe alles, was ich brauche, außer Ruhe. Ich schlage dir ein Tauschgeschäft vor. Nein, danke. Ich habe alles, was ich brauche, außer Ruhe. Ich könnte mir vorstellen, dass Krawallgol ihn vielleicht einfach verprügelt. Wäre das eine Option? Hey, Gol! Alles gut bei dir? Ich weiß nicht. Bist du dir sicher, dass uns Argus nicht erwischen wird? Nichts ist sicher. Zumindest nicht, solange du in der Nähe bist. Was? Du bist doch die nette Goal. Oder habe ich die Datasetten verwechselt? Nein, nein. Krawallgol hat mir nur ein paar Hinweise auf den Unterarm gekritzelt. Wir müssen in den Gadget-Shop. Zu dumm. Zu. Ha, so eine dumme Tür kann mich doch nicht aufhalten. Du willst doch nicht etwa einbrechen? Warum denn nicht? Oh, fein. Wie willst du vorgehen? Wirst du die Tür auftreten? Dreimal darfst du raten, Baby. Wow. Und das, obwohl sie doppelt Titanium verstärkt ist und es richtig, richtig wehtun würde? Jetzt noch zweimal. Weiter geht's. Ich folge dir überall hin. Ob wir wirklich vielleicht hier auf Krawallgol müssen? Oh, na endlich! Habe ich was verpasst? Weißt du noch, wie ich dich vor dem Drachen beschützt habe? Lass mich das umformulieren. Habe ich etwas verpasst, das sich nicht lediglich in deinem Kopf abgespielt hat? Hä? Wo denn sonst? Hey, Goal! Alles gut bei dir? Tja, ein Drittel meines Bewusstseins hat die Flucht ergriffen. Der Organon besetzt den schwimmenden Schwarzmarkt. Und wenn wir nicht bald etwas unternehmen, sprengt Ulysses uns den Planeten unter den Füßen weg. Ich hab dir doch gesagt, dass es lustig wird. Und ich dachte, du wolltest nur angeben. Wir müssen in den Gadget-Shop. Der Organon besetzt den schwimmenden Schwarzmarkt und das Erste, was dir in den Sinn kommt, ist eine Plündertour? Als Erstes ja. Kam mir eigentlich Brandschatzen in den Sinn. Brandschatzen? Blöde Idee, ich weiß. Und wie? Die Dächer sind viel zu feucht. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Genau, die feuchten Dächer sind das Problem, nicht das Brandschatzen an sich. Na du? Verschwinde, ich will endlich weiter angeln. Dann gib mir doch einfach einen Schuh. Na los, angel weiter, du Feigling. Erst wenn du verschwindest. Das ist mir zu blöd. Ich verschwinde. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Köderfische, die Wenzels der Tierwelt. Hey, was tust du da? Ich verneige mich vor Neptun. Oder
ist er das gar nicht. Was? Wo? Willst du mich veralbern? Veralbern, beklauen, irgendwie sowas, ja. Was habe ich jetzt geklaut? Ein Köderfisch, okay. Ein Napf. Warum steht der Napf hier draußen, wenn die Katze drinnen eingesperrt ist? Entweder hier lebt jemand seinen Sadismus aus, oder aber die Katze kennt einen geheimen Weg nach draußen. Ist das die Katze? Das ist Gilligans Katze. Ob sie wohl einen geheimen Weg in den Gadget-Shop kennt? Eventuell. Komm, Kitty, 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 Kitty. Komm, jo. Zeig Onkel Rufus den geheimen Weg in den Gadget-Shop. Sie hört nicht. Was offensichtlich daran liegt, dass Katzen generell ein sehr schlechtes Gehör haben. Ja, bestimmt, bestimmt. Ja, also naheliegend ist jetzt Köder. Aber ich hätte auch gern die weiße Farbe. Damit ich dann vielleicht hier Farbe verteilen kann. Und wenn die Katze wieder zurückgeht, dann weiß ich, wie sie... Ach hier, durch die Tür kommt sie einfach raus, hier unten. Ich probier mal, sie aufzustoßen. Die Tür war fest verschlossen. Ich probier mal, sie aufzustoßen. Die Tür war fest verschlossen. Das ist der Sprecher. Von Edna bricht aus und von Harveys neue Augen. Kennt ihr den noch? Ich probier mal, sie aufzustoßen. Die Tür war fest verschlossen. Krass. Krass. Na gut, dann gucken wir einfach mal, was passiert, wenn wir den Köderfisch benutzen. Kann man vielleicht einen Schlauch binden? Es sieht vielleicht so aus, als stünde ich auf dem Schlauch. In Wirklichkeit aber hat sich dieser miese Schlauch nur unter meine Fußsohlen geschlängelt, um mich schlecht dastehen zu lassen. Okay. Mal gucken, was jetzt passiert. Komm, Kitty, 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 komm, jo. Schau mal, was ich hier Feines habe. Die Katze scheint sich hierfür nicht zu interessieren. Echt? Wahrscheinlich ist sie nur Thunfisch. Verwöhntes Biest. Ich finde sie süß. So klein und so weich. Du bist weich. Besonders in der Birne. Alter! Warum ist die so böse? Der Köderfisch hat irgendwie nicht gereicht. Interessant. Jetzt bin ich am Überlegen. Also wir haben Öl. Also nochmal. Auf der anderen Insel, auf Porta Fisco oder sonst was, ne? Da brauchen wir irgendwie Benzin oder irgendwas. Damit diese Maschine wieder funktioniert. Die Maschine, die uns irgendwie hilft, dieses Klopfzeichen zu machen. Und Öl haben wir auf dieser anderen Insel. Wie heißt die nochmal? Obacht. Insel Obacht. Aber das können wir nicht mitnehmen, weil wir, keine Ahnung, keinen Behälter dafür haben. Oder so. Dann haben wir noch das offene Rätsel mit dem Sender. Dann brauchen wir einen Stromableiter. Dafür brauchen wir zum einen einen Eimer wieder mit Wasser. Wir brauchen den Lottoschein. Und wir brauchen einen Regenschirm. Den Regenschirm kriegen wir von Gronkh. Aber für Gronkh brauchen wir erstmal einen Stiefel. Den Stiefel kriegen wir von einem Angler. Aber weiß nicht genau wie. Wahrscheinlich... Ja, keine Ahnung. Wir müssen irgendwie in diesen Laden rein. Für das Lottozeug. Weiß aber auch nicht wie. Wir müssen die Lottonummern rausfinden. Bei dem Hellseher. Weiß aber noch nicht genau wie.
Wir müssen die Bananen gerade machen. Weiß nicht warum. Weiß aber noch nicht, wie wir reinkommen. So viele Sachen, die irgendwie offen sind. Kann einer von denen helfen? Ah, Rufus. Gibt es schon eine Spur von diesem Tauchboot? Ich arbeite dran. Ich komme nicht auf den Funkmast. Da kann ich dir leider nicht helfen. Ich arbeite zwar schon seit Jahren an einem Mittel gegen Plattfüße, aber ich bekomme nicht genug Spenderorgane. Ich habe keine Plattfüße. Es liegt an den Blitzen. Jedes Mal, wenn ich den Mast erklimme, kommt so ein meteorologischer Miesmacher und haut mich aus den Latschen. Jedes Mal? Da ist es ja wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen. Und macht mehr Spaß. Ja, deshalb brauchen wir den Blitzableiter, ne? Der Organon hat den schwimmenden Schwarzmarkt abgeriegelt. Argus ist uns also bereits auf den Fersen. Das ist schlimm. Der Organon hat uns hier immer in Ruhe gelassen. Keine Sorge, Doc. Sie werden für ihre Frevel bezahlen. Für all das Leid und den Schaden, den sie angerichtet haben. Rein Interesse halber. Meinst du, sie werden auch für den Schaden bezahlen, den du angerichtet hast? Das wäre nicht schlecht. Sie werden für ihre und für meine Frevel bitter bezahlen. Ich mach dann mal weiter. Halte mich auf die... Alles klar, Schiffsteuermann? Eigentlich ist Captain die korrekte Bezeichnung. Über deine Beförderung können wir später reden. Erstmal habe ich ein paar Fragen. Ja. Und da wären wir wieder. Der schwimmende Schwarzmarkt. Irgendetwas stimmt hier nicht. Keine Lichter, keine Betrunkenen, die in das Hafenbecken plumpsen. Eigentlich müsste hier viel mehr Betrieb sein. Tja, kein Rufus, keine Party. Oder es hat etwas mit diesen Organon-Schlachtschiffen zu tun, die mir das so nah anzeigt. Ich mochte meine Version. War ich irgendwo noch nicht. Bin mir nicht ganz sicher. Wie geht es jetzt weiter? Ich denke, Goal hat recht. Wir sollten erst einmal in Porta Fisco vorbeischauen. Ich weiß nicht. Dieser Janosch wollte auch dorthin. Ist doch gut. Vielleicht kann er uns helfen. Wobei das denn? Ist die Sitzmulde in deinem Stuhl nicht breit genug? Oder brauchst du jemanden, der dir Chipskrümel nach Geschmacksrichtungen sortiert? Unterschätze ihn nicht. In Zeiten wie diesen wachsen Menschen über sich hinaus. Und er hat offenbar bei der Hose angefangen. Zurück an die Aber ich bin der. Ach, was rege ich mich auf? Ich hab mehrere Ansätze, aber keine richtige Lösung, weil immer irgendwas fehlt. Es fehlt immer irgendwo irgendwas. Nordpol. Ich denke, wir können jetzt zum Beispiel das Eis hier schmelzen. Vielleicht so. Bosos Kutter käme gleich viel lässiger, wenn überall Flammen aus den Armaturen züngeln würden. Ich behalte diese Idee mal für das furiose Finale im Hinterkopf. Okay, doch nicht. Wozu ist dieser... Ja, den Wasserhahn muss ich irgendwie dann noch schmelzen. Also das Eis um den Wasserhahn, um dann Wasser zu bekommen für den Blitzableiter. Aber das bringt mir ja noch nicht, solange ich keinen Eimer habe für das Wasser. Dann haben wir den Schwarzmarkt. Auf dem Schwarzmarkt habe ich das Problem, ich komme nicht in den Laden rein. Ich muss irgendwie die Katze rauslocken. Ich habe es versucht mit einem Köderfisch, aber es hat irgendwie nicht gereicht. Komm, Kitty, schau. Dummes Vieh. Ich probier mal, sie aufzustoßen. Die Tür war fest verschlossen. Also ich komme nicht in den Laden rein und ich krieg den Angler nicht dazu, mir einen Stiefel zu geben. Na du? Verschwinde, ich will endlich weiter angeln. Ach komm schon, angel mir einen Stiefel. Vergiss es, ich bin Angler. Ich angle Fische. Jede Art von Fisch? Natürlich, große. Kleine. Welche mit Schnürsenkeln? Vergiss es. Mist.
Ich verschwinde erst, wenn du mir einen Stiefel fängst. Spekulierst du etwa darauf, dass ich die Geduld verliere? Bring mich nicht zum Lachen, du Zappel-Philipp. Ich bin Angler. Ich habe mal einen Zauberwürfel gelöst, indem ich gewartet habe, bis alle Farben verblichen sind. War das eine Herausforderung? Nein. Das war eine Aufforderung zur bedingungslosen Kapitulation. Haha, da bist du an den Falschen geraten. Ich habe noch niemals aufgegeben. Das werden wir ja sehen. Bevor ich die Geduld verliere, sind deine Füße abgefault. Ich sag doch, niemand kann es mit der Geduld eines Anglers aufnehmen. Hä? Muss ich hier vielleicht wirklich bloß lang genug warten? Na du. Ohne was zu drücken? Verschwinde, ich will enden. So ein Stiefel ist nicht am Angelhaken. Ich verschwinde erst. Spekulierst du etwa darauf? Bring mich nicht zum Ich bin. Ich hab mal einen. War das eine. Nein, das war eine. Aha, da bist du. Ich habe noch. Das werden wir ja sehen. Bevor ich die Geduld verliere, sind deine Füße abgefault. Ich drücke jetzt nichts. Mal gucken, was passiert. Muss das wirklich sein, Rufus? Halt dich da raus. Das hier ist wichtig. Oh, Himmel. War ich schon bei den Klopfzeichen? Ja, ich weiß nicht, wie das richtig gehen soll. Komm schon, Rufus. Das Klopfzeichen. Mir ist kalt. Niemals. Ich denke, ich muss dazu erst dieses Gerät anschalten und was davor hängt. Diese Turbine oder so. Und um die anzuschalten... Bitte, Rufus, ich friere. Lass uns gehen. Hörst du? Die Mädchen ist kalt. Netter Versuch, Kumpel. Und um das anzuschalten, brauche ich, glaube ich, Sprit. Und den Sprit kriege ich auf der Insel Obacht. Aber ich weiß noch nicht, wie. Rufus, ich hol mir hier den Tod. Beim Klabautermann, jetzt erlöse das Mädchen doch endlich. Sie trägt ja nur einen Pyjama. Heul doch. Ich warte, ich hab Zeit. Rufus, bitte. Okay, okay. Ja. Ich geb auf. Ich kann mir das nicht länger mit ansehen. Hier hast du deinen blöden Stiefel. Dankeschön. Ich hoffe, das war es wert. Siehst du, Goal? Ich habe gewonnen. Ein kaputter Stiefel. Da staunst du, was? Mein Held. Jetzt haben wir den Stiefel. Sind Sie mal ein Schritt vorangekommen. Jetzt geben wir dem Goon was zu essen. Ich glaube, ich hätte da etwas zu essen für dich. Wirklich? Wow, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nicht so schnell. Ich schlage einen Tausch vor. Ich gebe dir das Essen und du gibst mir deinen Schirm. Ich weiß nicht. Er ist das Einzige, was ich noch besitze. Lecker Essen. Ach, na gut, einverstanden. Hey, Moment mal. Das ist ja nur ein kaputter Schuh. Genau. Das adäquate Lebensmittel für einen Tramp wie dich. Was? Aber das ist doch... Bedank dich später. Guten Appetit. Friss deinen Schuh, du Penner. Zugegeben, es ist Schrott. Aber auch nicht mehr als der Rest, den ich mit mir rumschleppe. Also hier, Tank. Da haben wir ja den Salat. Der Tank ist leer. Ich denke, das ist das Problem, ne? Weil wie das Klopfzeichen hier funktionieren soll, verstehe ich nicht. Das, was ist das hier? Was ist die dritte? Verlassen, überspringen, was ist die dritte? Verstehe ich nicht. Ja, weil hier soll ja irgendwie, das Klopfzeichen ist plus, minus, plus. Und egal, was ich mache, es ist halt das Gleiche. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Deshalb dachte ich, dass Plus minus Plus wäre vielleicht ein Hinweis, was diese Antriebsturbine angeht.
weil ich hier wieder einen Stromkonverter oder Strominvertierer oder wie auch immer die das Ding nennen, eingesetzt habe. Vielleicht muss ich das einmal anschalten auf normal, also plus, einmal einschalten auf umgedreht, minus und dann nochmal anschalten auf plus. Und diese Geräusche dann nachmachen, oder das sind dann vielleicht die Geräusche, ich weiß es nicht. So könnte ich mir das vorstellen. Aber dafür brauche ich noch den Sprit. Und den Sprit kriege ich, glaube ich, hier am Dieselgenerator. Aber ich weiß nicht, wie ich ihn aufsammeln soll. Mir fehlt ein Behältnis. Weißt du? Ich habe keinen Behälter dafür. Einen brennenden Reifen vielleicht. Mal nachgucken, ob noch genug Dieselöl im Tank ist. Jep, randvoll. Man sollte immer auf Nummer sicher gehen. Ja, aber wie nehme ich's mit? Hier gibt's einen Tank für Dieselöl. Autsch! Solange der Generator läuft, ist er zu heiß, um daran rumzubasteln. Ich muss ihn irgendwie außer Gefecht setzen. Damit sollte ich mir etwas vom Diesel abzapfen können. Autsch! Solange der Generator läuft, ist er zu heiß, um daran rumzubasteln. Ich muss ihn irgendwie außer Gefecht setzen. Hier gibt's einen Tank für Dieselöl. Autsch! Solange ich... Wahrscheinlich eine Banane in den Auspuff, hä? Aha! Der gute alte Banane im Auspuff-Trick. Ich dachte, ich soll die Bananen gerade machen. Aber vielleicht soll ich es auch noch machen. Aber wer kennt den guten alten Bananen in den Auspuff-Trick nicht? Von Axel Foley, Beverly Hills Cops. Beverly Hills Cop. Oder Cops? Cop. Beverly Hills Cop. Bin mir nicht sicher, ob Plural oder Singular. Aber wohin mit dem Sprit? Damit sollte ich mir etwas vom Diesel abzapfen können. Lecker. Und jetzt sollte ich mich beeilen, ein adäquates Gefäß zu finden. Es läuft ja schon alles ins Meer. Ja, toll, ne? Ich habe kein Gefäß. Das ist das Problem. Kann ich den Fisch voll machen mit Öl? Die sind schon ölig genug. Aber wir sind ein Stückchen weiter vorangekommen. Ich brauche halt noch ein Gefäß. Hier fehlt mir noch ein Eimer für das Wasser und die Lottozahlen, also den Lottoschein. Wo könnte ich ein Gefäß finden, ist die Frage. Das erinnert mich an meinen grandiosen Trick mit der Gulaschkanone. Vielleicht, wenn ich zu dem Beziehungstypi gehe mit der Krawallgol, vielleicht kriege ich da ein paar neue Sachen raus. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Mir ist langweilig. Hattest du nicht Abenteuer und krasse Manöver versprochen? Ich hatte gar nichts versprochen, an das ich mich auch halten wollte. Keine Spur von Donna, Goal. Strengst dich aber auch nicht wirklich an, oder? Ich spare meine Kräfte für kommende Herausforderungen. Und wenn die Herausforderungen nicht kommen? Vertrau mir, die kommen schon. Sie sammeln sich nur für einen Überraschungsangriff. Am Ende sind alle Vorbereitungen zunichte gemacht und schließlich kann uns nur noch ein halsbrecherischer Befreiungsschlag retten. Und das läuft immer so? Jedes Mal. Cool. Kommst du mit zum Wahrsager? Er wohnt in dem Zelt da oben. Ein Wahrsager? Boah, nee, lass mal. Warum sollte ich mir von einem dahergelaufenen Möchtegern sagen lassen, wohin die Reise geht? Ich glaube ja auch nicht an sowas, aber... Okay, es geht nur mit Babygold. Ich meinte eigentlich dich. Oh. Oh, das ist gemein. Das ist gemein. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Also. Ja.
Hat kein Gefäß für mich, der Typ. Und hier muss ich auch noch irgendwas an dieser Kugel manipulieren. Weiß ich auch noch nicht so richtig, wie ich das machen soll. Ich sehe, du hast... Ha, aber... Ich will dich nicht länger... Ich habe es... Ja. Kann ich das einfach so machen? Er benutzt den Zettel halt nicht. Warum muss ich hier irgendwie ein Klopfzeichen machen? Das verstehe ich nicht. Und wie mache ich das? Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Ich will hier einfach nur überspringen. Das wäre blöd. Wie darf ich das hier verstehen? Plus, minus, plus? Ich weiß nicht, wie ich das verstehen darf. Oder verstehen soll. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Plus, minus, plus. Was für eine Verschwendung. Daraus hätte man einen grandiosen Fluchtapparat bauen können. Oder eine Hochgeschwindigkeitskäsereibe. Das ist einer dieser praktischen Steckplätze, in die man Stromumkehrer einbauen kann. Und der ist auch schon drinne. Und wenn ich das Ding zum Laufen kriege, wird er bestimmt den Gestank vom Goon hier reinziehen. Das könnte die da rausjagen. Oder ich muss halt irgendwie plus minus plus lösen. Ich weiß nicht, was das sein soll, plus minus plus. Ich könnte es auch einfach überspringen, das wäre aber blöd. Es muss auch eine Lösung geben. Plus, minus, plus. Was soll das bedeuten? Weißt du, wo ich den geheimen Unterschlupf der Rebellen finde? Ja, na klar, der Eingang ist direkt hier in der Kanalisation. Ich meinte den geheimen Unterschlupf. Ich kenne nur den hier. Was soll ich mit dem brennenden Reifen überhaupt? Das verstehe ich auch nicht. Ein brennender Reifen. Der Organon hat offenbar die ganze Stadt abgeriegelt. Ich würde das ja als Herausforderung werten. Leider habe ich im Moment andere Sorgen. Glück gehabt, Organon. Kannst du mir dabei weiterhelfen? Janosch hat mir diesen Zettel hier gegeben. Plus, minus, plus? Klingt nach einem mathematischen Problem. Zum Glück bin ich ein Profi auf diesem Gebiet. Ich hatte nämlich schon immer Probleme mit Mathematik. Hast du eine Idee, wo sich dieser Janosch verstecken könnte? Hatte er nicht was von Porta Fisco gefaselt? Ach ja.
Und nein, ich google es gerade nicht. Ich bin kurz im Discord unterwegs. Janosch hat mir diesen Zettel hier gegeben. Plus, minus, plus? Was hat das zu bedeuten? Keine Ahnung. Aber das sollte nicht so schwer zu entschlüsseln sein. Immerhin hat sich Janosch das ausgedacht. Ja, plus, minus, plus. Ich weiß es nicht. Ah, es ist frustrierend. Plus, minus, plus. Ich denke, das hat was mit den Umkehrer zu tun. Oder? Einmal ganz normal, dann einmal negativ, dann einmal wieder normal. Aber... Oder wenn das jetzt wirklich nicht mit dem Umkehrer zu tun hat und wirklich einfach nur eine Klopfanzahl ist, dann verstehe ich nicht, was das soll. Plus, minus, plus. Vor allem, kann man hier auch irgendwie noch ein anderes Ding machen? Nee, ne? Oder eine Leerstelle oder sowas? Nee, ne? Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Jetzt einfach nur warten? Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Das ist einfach nur rumprobieren oder wie darf ich das verstehen? Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Ich warte halt auf diese Reaktion, die jetzt kommen soll. Es kommt aber nichts. Sorry, ich musste schon wieder was im Discord schreiben. Ich verstehe diesen Tipp nicht. Plus, minus, plus. Also oder dieses Rätsel, was das soll. Falsch.
Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Da kam jetzt ein Klong zurück. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Momentchen mal. Es kommt eine Antwort von einem Klong. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Also ich klopfe und dann kommt eine Anzahl von Klopf zurück. Und das muss ich dann addieren auf mein erstes Klopfen. Dann kommt wieder eine Anzahl von Klopfen zurück, die muss ich dann abziehen. Und dann kommt dann wieder eine Anzahl von Klopfen zurück und die muss ich dann wieder addieren. Irgendwie sowas. Oh Gott. Irgendwie sowas. Wir probieren jetzt nochmal, was passiert jetzt, wenn ich bloß einmal oder zweimal mache. Jetzt kam ein Klopfen zurück. Muss ich jetzt quasi dreimal klopfen? Jetzt kamen drei Klopfen zurück. Wenn ich aber drei abziehe, bin ich doch bei null. Oder kamen da zwei Klopfer zurück? Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Ich setze mal bei drei an. Kam einer zurück. Von drei addiere ich einen, komme ich auf vier. Oder? Eins, zwei, drei. Jetzt ziehe ich drei ab. Lande ich wieder bei einem, oder? Jetzt ziehe ich wieder, mache ich wieder drei drauf, lande ich wieder bei vier. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Vielleicht muss ich bei 4 anfangen. War das plus 4 zuletzt? Jetzt habe ich bei 4 angefangen. Er hat wieder plus 1 geklopft. 4 plus 1 wären jetzt 5. Drei abgezogen. Zwei. Und vier dazu. Zwei plus vier sind sechs. Das geht ja gar nicht. Also muss ich bei drei anfangen. Okay, verstanden. Wenn ich bei drei anfange, kommt einer dazu. Das sind dann vier. Es waren drei abgezogen, das ist einer. Vier. Ja, es kommen vier dazu, es sind fünf, genau. Beklopptes Rätsel. Hey, das war ja Danke tatsächlich dir. Richtig. Natürlich war das richtig, du Morschbirne. Rufus? Bist du das etwa? Was machst du denn da draußen? Tja, wenn ich das wüsste. Vielleicht klopfe ich einfach gerne. Komm rein. Janosch wartet auf dich. Nein, nicht Janosch. Rusch. Sehr gut. Was ist das denn für ein heißer Feger? Ich frage mich, wer das bloß sein kann. Janosch, wow. Das ist ja nicht nur schlecht, was du hier aufgebaut hast. Ja. Die Rekrutierung läuft hervorragend. Rekrutierung. Ich glaube, ich habe mein Charisma unterschätzt. Charisma. Oder die Tatsache, dass sich niemand gerne in die Luft sprengen lässt. Toni, du? Rufus? Ah, ihr kennt euch bereits. Nummer 26. Das hier ist Nummer 2.
unser spiritueller Anführer. Rufus ist Nummer 2? Das kann nur ein Witz sein. Genau. Warum bin ich nur Nummer 2? Wir haben inzwischen mehr als 25 Leute für unsere Sache gewinnen können. Also 26. Genau. Da sind allerdings auch die 3 abgerichteten Delfine schon mitgeschält. Also beschwer du dich noch einmal über deine Nummer. Ihr richtet Delfine ab? Das ist mein Job hier. Was dagegen? Es sind Torpedo-Delfine. Torpedo-Delfine. Okay. Dass unter Tonys Obhut selbst niedliche Delfine zu blutrünstigen Mordwaffen werden, leuchtet mir ein. Aber wozu das Ganze? Was nutzen abgerichtete Delfine bei dem Versuch, einen Fahrstuhl in den Orbit zu kapern? Man muss halt nehmen, was man kriegen kann. Was offenbar insbesondere für spirituelle Anführer gilt. Zuerst wollten wir Flugdrachen haben, aber das hat sich als fataler Wildschlag erwiesen. Ich hab's Nummer 27 von Anfang an gesagt, aber er wollte einfach nicht hören. So, ja, Mensch, du, Tony sieht ganz schön fesch aus, oder? Durchreiche. Ihr habt sogar eine Küche? Na klar. Oh Gott, ich weiß, wer drin steht. Wir müssen doch irgendwie unsere Truppen verpflegen. Wow, das ist mehr, als ich dir zugetraut hätte. Was denkst du denn? Wir machen hier ja keinen Kinderkram. Will dein neuer Freund auch einen Orangensaft, Janosch? Nicht jetzt, Mama. Ich dachte, es wäre die Doris. Aber gut, die Mama, auch nicht schlecht. Hallo? Oh, hallo! Noch ein neues Gesicht. Bist du auch einer von Janos kleinen Freunden? Na hören Sie mal, ich bin der Anführer einer Rebellion gegen den Organon. Natürlich! Natürlich! Möchte unser tapferer Anführer denn auch einen Orangensaft? Vielleicht später. Haben Sie zufällig etwas Katzenfutter? Leider nein, mein Junge. Ich wollte vorhin etwas zubereiten. Aber die nette junge Dame hat mich darauf hingewiesen, dass die jungen Delfine nicht zu den Vorräten zählen. Welche nette junge Dame denn? Die Toni. Die Delfinbabys haben ihr Becken direkt neben der Durchreiche zur Kantine? Ist das nicht ein bisschen riskant? Ich konnte ja nicht wissen, dass du hier auftauchst. Aus Delfinbabys macht man doch Katzenfutter, oder? Wenn den Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ich meine es ernst. Ich töte dich. Das war kein Nein. Das Dieselöl ist alle. Ein Kanister. Wir brauchen es eigentlich, um die Turbine in der Kanalisation zu betreiben. Zum Glück herrschen da draußen gerade ablandige Winde. Sobald der Wind wieder dreht, ist der Gestank hier drin kaum auszuhalten. Den nehme ich mit. Dankeschön. Wo haben Sie nur so schnell diese Uniformen herbekommen? Das sind doch keine Uniformen, das sind doch einfach bloß Westen. Hey, Janosch! Ah! Rufus, tot dem Organon und so. Wie hast du es geschafft, in der kurzen Zeit so viele Leute zu mobilisieren? Ich glaube, sie haben sich einfach daran gewöhnt, einen Planeten unter den Füßen zu haben. Außerdem habe ich ihnen T-Shirts mit lustigem Aufdruck versprochen, weil ich wieder Erfolg habe. Was treibt Toni denn hier? Du kennst Nummer 26? Sie hat sich der Rebellion angeschlossen, weil irgendwer ihr Heimatdorf verwüstet hat. Ja, ich weiß. Wer der wohl? Organon. Nein, nicht der Organon. Irgendwer namens Verwickte Kaktonne. Verfickte Kaktonne. Rufus, verfickte Kaktonne. Stets zu Diensten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.